Und damit willkommen zu einem neuen Let's Show. Und zwar geht es hierbei um Happy Birthdays. Ja, ihr seht, das Spiel ist irgendwie teilweise japanisch, teilweise deutsch, teilweise englisch. Ich kann das nochmal ganz kurz zeigen. Also ihr seht jetzt hier den japanischen Schriftzug oben. Seht englische Menüs und ihr seht deutsche Optionen. What? Ja, also das Spiel bisher noch nicht bekannt, dass es in Deutschland erscheinen soll. Kann man jetzt aber hier schon fast als offizielle Bestätigung sehen. Und ist aktuell nur im japanischen eShop als Demo verfügbar. Und genau das möchte ich in dem Augenblick mal mit euch angucken. Willkommen auf dieser Welt. Ich habe lange auf dich gewartet. Wähle erst einmal einen Würfel aus. Okay. Sie haben verschiedene Eigenschaften. Such dir den, der am besten zu dir passt. Die Vegetation auf diesem Würfel ist üppig. Er eignet sich prima für erste Gehversuche. Mit dieser Welt beginnen, ja. Eine gute Wahl. Bis später. Schön, dich wiederzusehen. Mein Name ist Navi. Oh mein Gott, ein Navi. Ich bin immer für dich da, wenn du mich brauchst. Und das Kärchen links ist dein Avatar. Verrat mir doch erstmal, wie du heißt. Mein Name ist... Proplay. Ist das okay? Ja. Seit vielen Jahren ist es meine Aufgabe, in Welten wie diesen Leben zu erschaffen. Aber irgendwie wollte es nie so recht klappen. Also habe ich beschlossen, mir Hilfe zu holen. Dich. Ich werde dir einfach mal erklären, wie diese Welt funktioniert. Keine Angst, wir machen das Stück für Stück. Mal sehen. Sollen wir mit der Steuerung anfangen? Ja. Was du da vorne siehst, sind unsere Würfel. Die ein bisschen flackern, wie ich gerade sehe, aber das sind anscheinend Vögel oder so. In denen kann man der Evolution über die Schulter schauen. Willst du mal reingucken? Plump. Dies ist ein quadratischer Ausschnitt des Planeten. Er spiegelt die komplette Umwelt wider. Dieser Planet ist stark begrünt. Die Voraussetzungen für die Entstehung von Leben sind also gut. Hier sollte es nicht allzu schwer sein, die Aufgabe zu erfüllen, die ich dir gestellt habe. Naja, darüber können wir später noch sprechen. Hier ist schon ganz schön was los, nicht wahr? Sicher würdest du dich gerne erstmal in Ruhe umschauen, aber ich muss dir noch ein bisschen was erklären. Fangen wir mit dem Cursor an. Siehst du das rote Quadrat? Das ist der Cursor. Mit dem kannst du alles Mögliche markieren. Zum Beispiel Stellen, die du anheben oder absenken oder an denen du einen Skill benutzen möchtest. Bewegen geht auch mit dem Cursor. Benutze dazu einfach den linken Stick. Wenn du das Tempo etwas erhöhen möchtest, kannst du gleichzeitig die ZL-Taste gedrückt halten. Die Kamera bewegst du mit dem rechten Stick. Wenn du dabei die L-Taste gedrückt hältst, zoomst du. Okay. Schauen wir uns jetzt mal die Minikarte an. Siehst du die kleine Karte oben rechts? Ja, die sehe ich. Das ist die Minikarte. Sie zeigt dir den Würfel von oben. Deine Position ist mit dem roten Pfeil markiert. Die Minikarte zeigt dir, wo sich die Lebensformen befinden und wie der Boden beschaffen ist. Die Spitze des Pfeils zeigt übrigens in deine Blickrichtung. Also probieren wir es mal aus. Versuch zu dem roten markierten Bereich auf der Minikarte zu gehen. Die sind alle rot markiert. Tju. Warte mal. Ah, da. Ich bin schon Level 11 übrigens, ne? Ja, ausgezeichnet. Dann widmen wir uns jetzt mal einer anderen Bewegung, und zwar der des Bodens. Warum du den Boden bewegen sollst, fragst du, na, ganz einfach, weil du so Leben erschaffen kannst. Wenn du die R-Taste gedrückt hältst, hebt der Cursor den Boden an. Und mit der ZR-Taste senkst du ihn ab. Das Anheben und Absenken des Bodens lässt nämlich Leben entstehen. Warum? Nun, in hohen Gebieten sind die Temperaturen und in niedrigen steigen sie. Sinkt die Temperatur und in niedrigen steigen sie. Die Temperaturänderungen werden dir auch oberhalb der Minikarte angezeigt. Es gibt noch andere Faktoren,
die Temperatur beeinflussen. Also nicht wundern, wenn sich mal nichts tut. Jedenfalls beeinflusst die Höhenlage das Klima und die Umwelt. Und wenn die richtigen Voraussetzungen erfüllt sind, entsteht Leben. Wenn alles gut läuft, gedeiht das Leben, vermehrt sich und bringt neue Lebensformen hervor. Wiederhole den Kreislauf immer und immer wieder und du wirst staunen, was sich so alles entwickelt. Okay, wir probieren es am besten mal aus. Mit der R-Taste hebst du den Boden an und mit der ZR-Taste senkst du ihn ab. Du kannst die Taste auch gedrückt halten. Wenn du dann läufst, entstehen Gräben oder Wälle. Und wenn du stehen bleibst, entstehen ganz hohe Berge und ganz tiefe Täler. Ah, etwas ganz Wichtiges zum Heben und Senken des Bodens habe ich dir noch nicht gesagt. Der Vorgang ist ziemlich anstrengend und kostet TP. TP, wo haben wir es? Noch nicht da. Du verlierst sozusagen einen Teil deiner Körperkraft. Ach, da unten links. Hebe und senke einfach mal 10-mal den Boden. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Normalerweise müsstest du die TP jetzt im Makromodus wiederherstellen. Aber diesmal übernehme ich das ausnahmsweise. Das Terrain kannst du auch auf andere Weise verändern, und zwar mit Skills. Um die zu benutzen, brauchst du allerdings Sterne. Sterne sind die kristallisierte Energie des Planeten. Warum das so ist, kann ich dir leider nicht sagen. Sterne entstehen, wenn du den Boden bewegst oder Organismen einfängst. Durch das Aufheben von Sternen sammelst du Sternenkraft. Und mit der kannst du besondere Skills anwenden. Versuchen wir es direkt mal mit dem Talmacher. Das ist ein Skill, mit dem man große Löcher im Boden entstehen lassen kann. Sammle Sternkraft, indem du dich Sternen näherst. Wenn du Sterne hast, kannst du mit dem Y-Knopf das Skill-Menü öffnen und mit gedrückter L-Taste und den Richtungsknöpfen den Talmacher wählen. Drücke abermals den Y-Knopf, um den Skill auszuführen. Mit dem B-Knopf kannst du das Menü wieder schließen. Tut mir leid, dass ich so kleinlich bin, aber setze Talquelle bitte an der roten Stelle auf der Minikarte ein. Er meint also hier. Eine Talquelle. Du verwendest das am falschen Ort. Na, ganz schön praktisch, oder? Es gibt noch viele weitere Skills, die zum Beispiel TP auffüllen oder im Boden bewegen können. Die benötigten Sternenmengen für die einzelnen Skills variieren. Du solltest so viele Sterne wie möglich sammeln. Die Effekte der Skills kannst du dir im Skillmenü ansehen. Mit der L-Taste und dem linken oder rechten Richtungsknopf kannst du zu den Skills mit anderen Effekten wechseln. Okay, das Bewegen durch Heben und Senken des Bodens hätten wir abgehakt. Aber es gibt noch etwas, das ich dir erklären muss. Drücke den X-Knopf, dann legen wir los. Jetzt bist du ordentlich weit weg. Mit dem rechten Stick kannst du die Entfernung regulieren. Kann ich jetzt noch nicht, egal. Aber noch viel wichtiger ist, dass du nur in diesem Modus Zeit verstreichen lassen kannst. Mit der Zeit treten auf dem Würfel allerlei Veränderungen auf. Sind die erforderlichen Bedingungen erfüllt, entsteht Leben. Lass die Zeit einfach mal laufen und siehst sie an. Mit der R-Taste tickt sie los. Auf die Plätze, fertig, los. Die Zeit vergeht rasend schnell, nicht? Das ist praktisch, denn die Entwicklung von Leben dauert manchmal sehr lange. Siehst du rechts den Bereich Leben-Info? Da erscheint allerlei Neuigkeiten zum Leben. Besonders interessant ist die Geburt neuen Lebens. Luft, Pflanze, Tiere, Land, Wasser, hä? Neue Organismen werden entsprechend markiert. Lass dir keinen Geburtstag entgehen. Ach, da oben Leben-Info. Ah. Weiter unten stehen Informationen zur Flora und Fauna, Temperaturänderungen, Terrainproportionen und weitere Dinge. Also alles Wichtige, was du über diese Welt wissen musst. Ach ja, ich muss dir ja noch erklären, wie Leben genau entsteht. Temperatur ist der wichtigste Faktor bei der Entstehung von Leben. Generationswechsel und geografische Änderungen spielen zwar auch eine Rolle, aber am wichtigsten ist die Temperatur. Als Grundlage der Temperatur dient das Verhältnis von Meer zu Land. Je mehr Land es gibt, desto niedriger ist die Temperatur. Und je größer das Meer ist, desto höher ist die Temperatur.
Die Höhenlage ist ein weiterer Faktor. In höheren gelegenen Gebieten ist es kälter und in tiefer gelegenen Gebieten ist es wärmer. Achte beim Gestalten des Terrains darauf, sowohl hohe als auch tiefe Gebiete anzulegen und möglichst viele Arten hervorzubringen. Wie du die Zeit laufen lassen kannst, habe ich dir ja schon erklärt. Allerdings war das noch nicht alles. Unten auf dem Bildschirm kannst du das Tempo der Zeitfortschritte ändern. Mit der R-Taste hältst du die Zeit an oder lässt sie laufen. Die ZR spult die Zeit schnell vor oder hält sie an. Wenn du die Zeit laufen lässt, regenerieren sich deine TP. Beim Vorspulen werden sie hingegen verbraucht. Behalte das im Hinterkopf. Versuchen wir mal, die Zeit schnell vorzuspulen. Drücke die ZR-Taste. Wow, Olea, Gigantoperit, Pleo... What? Okay, die Grundlagen solltest du jetzt verstanden haben. Zur Belohnung fülle ich deine TP wieder auf. Lass mich dir noch etwas mehr über das Leben erzählen. Manchmal kann die Umwelt bestimmte Spezies nicht mehr versorgen, wenn ihre Zahl zu groß wird. Wenn das passiert, passt sich die Spezies durch Evolution an ihre Umwelt an und eine neue Spezies entsteht. Manchmal treten neue Spezies auch auf, wenn andere aussterben. Das Leben ist ziemlich geheimnisvoll, nicht wahr? So, damit hätten wir die Grundlagen geklärt. Es ist jetzt schon fast eine Ewigkeit her, aber erinnerst du dich noch an das, was ich dir ganz zu Beginn erzählt habe? Es geht um deine Aufgabe. Die Aufgabe, diese Welt mit allerlei Leben zu füllen. Vielleicht hast du dich schon gefragt, was ich damit genau gemeint habe. Letztendlich geht es darum, dass du den Menschen erschaffen und Zivilisationen entstehen lässt. Ich hoffe, das wird auf diesem Planeten gelingen. Viel Glück! Jetzt lasse ich dir freie Hand. Viel Spaß beim Rumprobieren. Wenn du mal nicht weiter weißt, drück einfach den Plus-Knopf. Die Plus-Knopf, Dann kannst du in der Spielbeschreibung stöbern. Und wenn das auch nicht reicht, dann drück den rechten Stick und rufe mich. Ich werde versuchen, dir so gut es geht zu helfen. Also, ich drück dir die Daumen. So, das heißt also, wenn ich jetzt hier das absenke... So beispielsweise... Haben wir was geschafft. Wenn ein blauer Punkt sich rosa färbt, heißt das, dass du die Lebensform fangen kannst. Drücke neben einem rosa Punkt einfach den A-Knopf. Kinderleicht, oder? Fangen ist sehr wichtig. Zum einen bekommst du so Sterne, zum anderen aber auch Erfahrung. Sterne brauchst du, um Skills zu benutzen. Je seltener ein Organismus ist, desto mehr Sterne bekommst du. Erfahrung brauchst du, damit dein Avatar sich weiterentwickelt. Wenn du eine bestimmte Menge an Erfahrung gesammelt hast, steigt nämlich sein Level. Auch höhere Stufen auf höheren Stufen erhältst du mehr EP oder einen größeren Cursor. Beides wird dir beim Gestalten des Terrains helfen. Lass mich dir das schnell noch verraten, wie du die Cursorgröße ändern kannst. Das geht mit dem linken und rechten Richtungsknopf. Wenn ein neuer Organismus entstanden ist, solltest du dich sofort auf die Suche nach ihm machen und ihn fangen. Versuch es direkt mal mit dem, den wir diesmal gefunden haben. Schön auf Englisch wieder captured. Olivenbäume, die in weitläufigen Regionen neben Laubbäumen wachsen, erschienen als Canisteros sich vermehrten. Vielleicht ist es dir schon aufgefallen, aber die Meerestemperatur ändert sich etwas verzögert auf äußere Einflüsse. Wenn es an Land durch Anhebung oder Absenkung zu Temperaturänderungen kommt, dauert es etwas, bis sich das Meer daran anpasst. Kann ich noch nichts fangen? Ach genau, das wollte ich wieder absenken. Bam. Hier kann ich nichts fangen. Ja, auch nicht. Ist hier irgendwo was, was ich fangen könnte? Wow. Guckt euch das da oben an. Wenn ich jetzt hier eine anhebe, habe ich hier jetzt was angehoben. Legende anzeigen. Oh. Oh. Wow.
Das ist hier wirklich groß. Bild und Baum. Navi-Fragen, Steuerung erweitern. Kamera zoomen, Minikarte wechseln. Okay. Und vergrößern und verkleinern. Und wieder rauszoomen. Oh, da verschwinden sogar die Objekte erstmal. Weil ich aus Versehen drauf gedrückt hatte. Makromodus. War der Makro? Ach, das war der. Diese Außenansicht des Würfels heißt der Makromodus. Bis gerade eben hast du dich im Mikromodus befunden. Klingt etwas kompliziert, aber versuch mal, dir die Begriffe zu merken. Mikromodus. Da ist wieder neues Leben entstanden. Das habe ich gesehen. Jetzt heißt es, das neue Leben auch finden. Ich muss jetzt ganz ehrlich sagen, ja, gut, ich weiß, ich kann das Leben erschaffen. Und ich kann jetzt hier einfach so ein bisschen rumprobieren. Und wenn ich jetzt hier das ganze Wasser wegmache. Oh, ich habe einen Stern gefunden. Warte mal, wir haben doch hier Bergquelle, Talquelle. Alter, wie tief geht denn das hier? Wow. Machen wir das mal hier. Skill benutzen. Eine Feldquelle. Eine Flussquelle. Ach, und hier... Ah, ne. Das wollte ich jetzt eigentlich nicht. Kann ich die jetzt... Das kann ich benutzen? Eine ebene Fläche. Okay, machen wir mal. Du hast ein Meer geschaffen. Lass mich dir etwas mehr dazu erzählen. Das Meer ist die Grundlage allen Lebens. Rechts unter Cursor-Status siehst du die... rechts unter Cursor-Status siehst du, dass die Höhe einen Minuswert hat. Alle Orte mit negativen Höhen werden in dieser Welt zu Meeren. Ganz einfach. Okay. Kann ich jetzt hier irgendwo irgendwas fangen? Komm her. Komm. Nein, dich kann ich nicht fangen. Olivenbaum habe ich auch. Navi-Fragen. Ich schaffe Deltaterium. 30 Grad. Feuchtigkeit 10 bis 63. Mindestens. Was? Okay. 10 bis 36. Das heißt also, ich brauche 30 Grad. Halt, so. Höher, tiefer, tiefer, hier. Auf der Höhe muss das sein. Das heißt, auf der Höhe muss ich das erzeugen. Machen wir mal... hier das, ne? Das sind 31 Grad. Das heißt, hier senken wir mal ab. Nee, so war es nicht gedacht. Wird ruhig ein bisschen grüner werden. Aber wahrscheinlich kommt das Grün erst, wenn es ein bisschen... Hier anheben. Dum, 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 dum. So. Die Musik. Oder die Geräusche, die es macht, sind schon lustig. Gehen wir einfach mal raus und hoffen wir mal, dass wir Deltaterium erzeugen.
sind dir die Temperaturänderungen aufgefallen? Ja. Weißt du, wie es dazu kommt? Die Temperatur auf dem Würfel hängt eng mit dem geografischen Verhältnis zusammen. Das ist der einfachste, aber auch nicht wichtigste Zusammenhang. Vereinfacht kann man so sagen, je größer das Meer, desto wärmer wird es. Und je größer die Landfläche, desto kälter. Du erinnerst dich ja sicher, dass du das Terrain umgestalten kannst, nicht wahr? Jedes Mal, wenn du den Boden bewegst, ändert sich die Temperatur. Ganz einfach. Okay. Wie hat sich jetzt der Boden verändert? Oh, guck mal, das ist ein anderes Koko. Das haben wir noch nicht. Richard! Ein Mastodonsaurus. Parasuchus, der in der Nähe von Flüssen in warmen Regionen lebt, ernährt sich hauptsächlich von Klimatius. Und es gab Sternchen. Hatte ich dich schon? Ja, ne? Dich hatte ich schon, oder? Den hatte ich schon. Dich hatte ich auch schon. Rosa habe ich auch schon. Habe ich. Halt, warte, du müsst doch neu sein, oder? Nee, den Spinadosaurus oder was das da ist, habe ich auch schon. Ich habe ich auch schon. Das ist ein Olivenbaum. Oh, und da sieht man gerade, wie er sich schön was rein... stopft und der da auch. Kann ich eigentlich ran? Kann man das Interface auch ausmachen? Würde mich jetzt auch mal interessieren. Steuerung erweitern, Navi-Fragen, Legende anzeigen. Man kann nur noch mehr machen, ne? Beispielsweise, dass man sagt, ey, die Karte ist so klein. What? Also anscheinend gibt es später auch noch Untergrund. Das sind irgendwelche Pilzarten. Aber gut, wir sind jetzt bei 31 Grad. Das heißt, wir gehen nochmal in den Makromodus. Spulen nochmal vor und hoffen jetzt, dass wir endlich das Ding da erzeugen. Velociraptorop. Alt. Mikromodus beenden. Hier ist irgendwo, hier ist gerade Velociraptorop erschienen. Den hatte ich jetzt noch nicht, das weiß ich aber. Ne, den hatte ich schon. Ah, verdammt. Du bist auch noch nicht neu? Nee, ne? Und die haben wir jetzt auch schon einige. Aber immer noch nicht das, was ich haben möchte, weil ich immer noch keine 30 Grad habe. Das heißt also, ich brauche noch mehr, das ich erzeugen muss. 30 Grad. Okay. Jetzt habe ich's. Es ist ganz schön viel Zeit vergangen. Aber für die Evolution waren es nur ein paar Augenblicke. Habe ich ihn jetzt erreicht, das Ziel? Man muss sich mal überlegen, seit der Entstehung der Erde sind schon 4,5 Milliarden Jahre vergangen. Wie läuft es auf deinem Würfel? Bis der Mensch entsteht, müssen erstmal ganz viele andere Lebensformen das Licht der Welt erblicken. Ich werde jetzt die drei wichtigsten Faktoren für die Entstehung des Lebens erklären. Nummer 1 ist die Temperatur, Nummer 2 ist die Vermehrung und das Aussterben von Arten und Nummer 3 ist die Umgebung. Fangen wir mit der Temperatur an. Jedes Leben benötigt bestimmte Temperaturen, um zu entstehen. Manche Organismen bevorzugen kalte Orte und manche haben es lieber warm. Okay. Jetzt zur Vermehrung und zum Aussterben von Arten. Neues Leben entsteht durch Evolution. Auslöser für Evolution sind Vermehrung und Aussterben. Wenn eine Art gedeiht und sich weiterentwickelt, dann entsteht daraus manchmal eine neue. Und manchmal entsteht Platz für neue Arten, wenn andere aussterben. Übrigens ist noch Nummer 3. Die Umgebung. Orte haben unterschiedliche Höhen und Temperaturen. Studiere eifrig die Bibliothek und probiere fleißig rum. Das heißt also, jetzt habe ich das Ding da erzeugt, ne? Ne, habe ich immer nicht. Dentarium. 10 bis 63. Aber ich habe doch jetzt die 30 Grad. Und die 10 bis 63 sollte doch jetzt entstehen, oder? Bin ich jetzt bescheuert?
irgendwas, was ich noch nicht hatte? Hä? Wir lassen mal wieder weiterlaufen. Eine Glockenblume! Eine Glockenblume! Und da oben ist irgendjemand gestorben. Ja gut, das kann ich mal wieder absenken, komm. Siehst du das grüne Land um den Fluss herum? Der Fluss speist seine Umgebung mit Wasser und lässt Pflanzen entstehen. Das gilt übrigens auch für Meere. Das ist eine der grundlegendsten Regeln dieser Welt. Ja gut, ich habe das jetzt abgesenkt, obwohl da jetzt was entstanden ist. Aber irgendwo ist da jetzt hier die Glockenblume. Irgendwo ist sie. Da. Das müsste sie sein, oder? Captured. Kurze, glockenförmige Blume taucht hier und da auf, wo Pleopakops lebt. Wie auch immer das heißt. Die Minikarte hat übrigens auch ein paar praktische Funktionen. Die Punkte auf der Minikarte symbolisieren Tiere oder Pflanzen, stimmt's? Ja. Rosa Punkte stehen für Organismen, die du noch nicht gefangen hast. Aber das hast du ja vermutlich schon bemerkt. Oh, nein. Der Clou ist, es ist möglich, dir die einzelnen Kategorien gesondert anzusehen. Das geht mit gedrückter L-Taste und dem rechten linken Richtungsknopf. Und noch etwas. Mit gedrückter L-Taste und den Richtungsknöpfen aufwärts und abwärts kannst du die Ansicht zoomen. Aber da, guck mal. Irgendwo hier, irgendwo hier unten. Dann wird's hier. Da ist noch was. Captured. Binomedusa. Antrakomedusa, die in tiefen Gewässern lebt, da sie in Meeren aufblühte, ist sie bis in die Tiefsee getrieben. So, das heißt, jetzt habe ich soweit alles. Also langsam kommt man in das Spiel rein. Es ist aber wirklich bei den Namen würde ich jetzt nicht sagen, dass es wirklich was für Kinder ist. Also die brechen sich ja mehr die Zunge und fragen dann, Mama, wie wird denn das geschrieben? Velociraptor sterben aus? Oder was heißt das? Avatarstatus, Würfelstatus, Bibliothek, Objekte, Optionen, Speichern, Startbildschirm, Mikromodus. Okay. Dann Startzeit erhöhen. Pakops. Olea. Guck mal, was von Nahrungskette gehört. Das Prinzip ist im Grunde ziemlich simpel. Der Stärkere frisst den Schwächeren. Das hört sich jetzt vielleicht etwas brutal an, aber ist so der Lauf der Dinge. Alle Lebensformen sind über die Nahrungskette verbunden. Wenn es nicht genug Futter gibt, können die Fressenden nicht überleben. Darum achtet die Natur darauf, dass Organismen, die als Futter dienen, sich möglichst zahlreich vermehren. Wenn die Umweltbedingungen dafür jedoch nicht gegeben sind, bricht der ganze Mechanismus zusammen. Dann können bestimmte Lebensformen womöglich nicht entstehen. Lebensformen, die noch hoch in der Nahrungskette stehen, brauchen sehr viel Futter. Wenn das so ausreicht, dann helfen die besten äußeren Bedingungen nicht. Lebensformen werden nicht entstehen. So, ich möchte jetzt mal die ganzen Punkte verbrauchen. Oh. Wieder neue Sachen bekommen. Das ist das erste Säugetier. Es versteckt sich gerne im Schatten der Wälder. Bis zur menschlichen Zivilisation ist es jetzt gar nicht mehr so weit. Okay, jetzt muss ich doch mal gucken, was sich da bitte schön versteckt in den Schatten der Wälder. Wo ist denn das Rosane? Ich sehe gerade nicht auf der Karte. Wo ist mein Säugetier? Find's nicht. Ach, da. Da im Wasser ist es entstanden. Irgendwo. Irgendwo hier soll es doch sein. Ah, nee. Da, guck mal. Polycanthus. Dieser Fisch schuf sich in seinen Lebensraum in der Tiefsee. Jagd Andreolopis.
Lepis. Lopez, Lepis. Und hier ist irgendwo noch einer. Hier soll noch irgendwo was sein, aber ich finde es nicht. Da. Marie Neura. Mega Neura, die nahe an der Oberfläche flacher Gewässer fliegt und sich von Organismen ernährt, die aus der Wasseroberfläche herausragen. Na, gefällt dir der Würfel? Ich hoffe doch sehr. So, und schon kann ich wieder hier in den anderen Modus gehen und wieder spulen. Die Metoron gilt als Vorfahre der Reptilien. Anfangs war er ein Amphibium, das an Wasser gebunden war, bis er sich an das Leben an Land gewöhnte und zu einem Reptil wurde. Evolution ist schon eine komische Sache. Passiert, was passieren soll, ist alles vorbestimmt. Das Leben ist wie eine große Reise. Und wir können wieder raus. Und wo ist er? Wo ist er? Jetzt bin ich ganz heiß auf ihn. Die ich immer wieder nicht auf der Karte sehe. Bin ich jetzt echt bescheuert oder so? Irgendwo habe ich gerade Leben erschaffen, aber ich sehe es nicht. Oder wurde er schon wieder gefressen? Mit dem Minusknopf kannst du die Bibliothek öffnen. Wenn du dort einen Organismus auswählst und mit dem A-Knopf bestätigst, erscheint ein Datenfenster. Das Datenfenster zeigt dir die Entstehung und die Anpassungsbedingungen eines Organismus an. Bei Organismen, die auf dem Würfel bereits existieren, werden die Anpassungsbedingungen angezeigt. Befindet sich der Cursor an einem Ort mit guten Lebensbedingungen, färbt sich der Cursor grün. Dort kann sich der Organismus vermehren. An anderen Orten nimmt seine Zahl ab, bis er irgendwann ausgestorben ist. Erscheint neben seinem Namen ein grüner Pfeil nach oben, vermehrt sich der Organismus, bei einem roten Pfeil nach unten sinkt seine Zahl. Bei Organismen, die auf dem Würfel noch nicht existieren, werden die Entstehungsbedingungen angezeigt. Mit ihnen kannst du überprüfen, ob die Bedingungen für die Entstehung der Organismen gegeben sind. Grüne Bedingungen sind erfüllt, rote Bedingungen sind noch nicht erfüllt. An Orten, wo alle Einträge grün sind, kann der Organismus entstehen. Doch wenn auch nur ein roter ist, wird das nicht geschehen. Dann musst du erst dafür sorgen, dass die Bedingung erfüllt wird. Wenn zum Beispiel bei Temperaturen der rote Eintrag niedrig steht, musst du versuchen, sie zu erhöhen. Das Datenfenster lässt sich mit dem Minusknopf wieder erschließen. Zu anderen Organismen kannst du bei geöffneten Datenfenstern mit dem B-Knopf wechseln. Okay. Habe ich jetzt was Neues? Ah, da war was Neues, da. Maus, die aus dem Wald in die Ebene wandert, erschien nach der Verbreitung von Adelobasileus. What? Also die Namen, bitte nehmt es mir nicht übel, wenn ich die jetzt nicht wirklich richtig ausspreche. Es ist ein interessantes Spiel um die Evolution und um die Geburtsstunde der Menschen. Also hier kann man das mal, denke ich mal, sehr gut nachverfolgen, wie das Ganze eigentlich sein soll. Übrigens, ich finde die Steuerung jetzt gerade so, ja doch, ist eigentlich richtig. Problem ist, wenn ich jetzt... Nee, ist eigentlich gar kein Problem. Nee, vergesst es. Es ist wirklich sehr interessant gestaltet, das Spiel. Muss sagen, es ist was für groß und für klein. Groß kann seine Aussprache versuchen zu verbessern, klein kann ein bisschen was über die Evolution lernen und kann sich hier kreativ auslassen. Wie gesagt, er hat ja gesagt, hier in der Legende, dann kann man jetzt hier gucken und ich könnte jetzt hier... Legende schließen? Nee, was wollte er? Makromenü, was hier? Info Mikro machen. Nee, das war's nicht. Gut. Wir wollen das Ganze auch nicht zu lange hinauszögern. Also, das Spiel bisher noch nicht erschienen. Demnächst in dem japanischen Nintendo eShop. Der Preis ist jetzt auch noch gar nicht bekannt. Beziehungsweise jedenfalls nicht der europäische Preis. Wenn ihr euch das Ganze holen wollt, müsst ihr natürlich dann in den japanischen eShop, um das Ganze zu testen. Es wird euch hier, wie ihr seht, auf Deutsch wirklich angezeigt. Respekt in dem Augenblick, dass das schon vorher bedacht wurde.
und bisher noch kein offizieller Release für Deutschland angepeilt ist. Sollte das Spiel erscheinen, kann ich mich gerne nochmal damit auseinandersetzen. Ich hoffe, es erscheint auch als Retail-Verpackung. Und dann bedanke ich mich ganz herzlich, sage bis zum nächsten Mal und lasst die Evolution beginnen, denn ich bin euer Tro. Haut rein. Tschüss.